Möchtest du mein Freund sein? Naja, ich weiß nicht so richtig. Bitte, ich will unbedingt einen Freund haben. Naja gut, ich habe sowieso keine Freundin. Dann können wir jetzt ein Pärchen sein. Yay, supi, ich liebe dich. Und weil wir jetzt ein Pärchen sind, habe ich hier auch noch ein Geschenk für dich. Eine Kette, bitteschön. Wow, danke für diese coole Kette. Findest du nicht, dass sie ein bisschen aufdringlich ist? Nö, jedes Mädchen soll wissen, dass du ab jetzt mir gehörst. Ich muss aber jetzt weiter. Bis später. Das war ja komisch. Ich habe jetzt auf einmal eine Freundin. Damit hätte ich niemals gerechnet. Hey, Amok. Oh, hey, Lilly, was geht? Habe ich das gerade richtig beobachtet? Du bist jetzt mit Chantal Michelle zusammen? Das ist das komischste Mädchen der ganzen Schule. Ja, Chantal Michelle hat mich halt gefragt. Und da ich keine Freundin habe, habe ich mir gedacht, ja, können wir ja mal probieren. Ach, egal, Lilly. Mir ist egal, was du von Chantal Michelle hältst. Wir sind jetzt ein Liebespaar und das bleibt auch so. Ich muss jetzt weiter, ganz ehrlich. So, hier wohnt meine neue Freundin. Dann besuche ich sie mal. Lilly war gerade echt ein bisschen gemein zu mir. Naja, ich gehe jetzt einfach mal hin. Hey, Freundin. Hey, mein Herzi. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Hallo. Oh, was hast du denn da für Schilder in deinem Haus stehen? Was steht denn da drauf? Ach so, ja. Da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Da wir jetzt ja in einer glücklichen und fairen Beziehung sind, habe ich natürlich auch ein paar Regeln, an die nur du dich halten musst. Okay, dann gehen wir die mal durch. Es sind auch nur 10 klitzekleine Regeln. Also, die ersten 5. Du darfst natürlich keine anderen Mädchen haben und mit denen reden, ist ja glasklar. Und zweitens, wie sich das für einen guten Freund in einer gesunden Beziehung gehört, musst natürlich auch du alles bezahlen, denn ich trage meinen Teil überhaupt nicht dazu bei. Außerdem möchte ich natürlich, dass du mir jeden Tag Frühstück ans Bett bringst. Das ist ja wohl glasklar, oder? Das waren erst 3 Regeln. Was steht da denn noch alles? Jeden Tag Sixpack-Training? Alles machen, was sie sagt? Und dann noch Regel 6. Ich muss alles von den Lippen ablesen. Regel 7. Ich muss die Huckepack nehmen, wenn sie will. Regel 8. Ich muss kochen. Regel 9. Jeden Tag 5 Stunden mit ihr shoppen. Und Regel 10. Ich muss zum Swiftie werden? Das will ich aber nicht machen. Aber mein Herzilein, wir sind jetzt in einer Beziehung. Natürlich musst du das machen. Wenn ich das alles machen muss, um mit dir in einer Beziehung zu sein, ne, dann will ich nicht mit dir in einer Beziehung sein. Aber mein Herzilein, für die Fälle hast du natürlich die Kette gekriegt. Ich stimme dich mal kurz um. So, das ist mein Umstimmgerät. Da muss ich einfach kurz auf den Knopf drücken und... Alter, das tut so weh. Wie du vielleicht merkst, ist das ein Stromschockgerät. Also, möchtest du dich jetzt an die Regeln halten oder nicht? Ich halte mich dran. Sehr gut, dann kannst du jetzt hier aufhören rumzuzappeln. Leute, worauf habe ich mich hier eingelassen, Alter? So, mein Schatzilein, Regel 7 sagt, du musst mich Huckepack nehmen, wenn ich will. Und ich will das jetzt. Komm, nimm mich Huckepack. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wo bin ich hier reingeraten? Nein, 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 nein. Ich nehme sie Huckepack. Alter. Aber, stell dich mal nicht so an. So schwer bin ich gar nicht. Und wenn du zu schwach bist, dann schlage ich vor, dass du jetzt einfach mal ein bisschen Sixpack-Training machst. Das hast du heute sowieso noch nicht gemacht. Also los, sonst gibt's hier ein paar Schocker. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, okay. Ich mach Sixpack-Training. Warte. Alter, meine Bauchmuskeln, das tut so weh. Ey, Mann, reicht's jetzt hier auch mal? Das tut so weh. Ja, das sieht ganz gut aus. Du darfst jetzt aufhören. Und ich möchte jetzt Frühstück ans Bett haben.
Ich möchte Frühstück haben. Warum möchtest du denn Frühstück haben? Hast du schon mal aus dem Fenster geguckt? Es ist fast abends. Willst du etwa geschockt werden? Ich will jetzt Frühstück haben. Los, aber zack dich. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, Alter, die tickt ja nicht mehr ganz sauber. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so am Verlieren, ganz ehrlich, Freunde. Boah, was habe ich nur getan? Warum habe ich nur diese blöde Kette umgelegt? Warum habe ich überhaupt Ja gesagt zu ihr? Ich kannte sie vorher noch gar nicht, nur weil ich unbedingt eine Freundin haben wollte. Mann! Okay, ich mache jetzt Frühstück. So, hier ist ein bisschen was zu essen. Hier ist ein bisschen was zu essen. Und ganz ehrlich, Freunde, sie ist jetzt oben. Jetzt muss ich abhauen. Ich muss abhauen und muss ich irgendwie die Kette abbringen. Okay, Freunde, ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Kann ich hier raus? Nee, kann ich nicht. Ist abgeschlossen. Okay, aber vorne ist offen. Okay, let's go, let's go. Und schnell weg. Schnell weg, 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 schnell weg. Schnappon, Schnappon, Schnappon. Alter, die ist doch verrückt. Die ist doch verrückt. Schnappon. Dachtest du wirklich, dass du mir so leicht entkommen kannst? Also das war ja wohl mal gar nicht nett von dir. Ich habe doch überall Überwachungskameras eingebaut. Du wirst nie wieder flüchten können. Wir bleiben für immer zusammen. Und jetzt hör mal auf zu zappeln hier. Nimm mich Huckepack und bring mich zurück ins Bett, okay? Ja. Alter. Leute. Mann. Okay. Hier, jetzt geht's nach Hause zu ihr. Oh mein Gott, ich muss einfach sie tragen. Oh mein Gott, ey. Mann, was habe ich nur getan? Ja, worauf wartest du? Hüpf mal rein hier. Ja, ist ja gut, ey. Dann lege ich mich da jetzt rein. Oh Mann, ey. So, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Ja. Ich wünsche auch eine gute Nacht. Miam, 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 miam. Neuer Tag, neues Pech. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich die Regel einhalten, dass ich jeden Tag mit ihr 5 Stunden shoppen gehe. Oh Mann, ey. Auf ins Rockstars Klamottengeschäft. Ja, Baby, das sieht doch so cool aus. Lass mal hier ein bisschen schauen, was hier so ist. Boah, Baby, das sieht so cool aus. Und das Beste ist, du musst alles bezahlen, weil du ein Gentleman bist. Schätzchen, ich glaube, dass Männer jetzt immer alles bezahlen müssen, ist ein bisschen überholt. Frauen gehen heutzutage auch arbeiten und können sich auch selbst was finanzieren. Der Mann ist heutzutage nicht mehr nur der Geldautomat, ne? Wollte nur mal festgehalten haben. Kannst du auch selber bezahlen. Da platzt mir der Arsch. Ganz ehrlich, Männer müssen alles bezahlen. Ey, los, na? Wie knuspert das da unten, ne? Ein paar Stromschocks kriegst du hier noch. Aua, bitte lass mich los. Okay, ich bezahle. Sehr gut, das will ich ja auch wohl meinen, ey. Du musst immer alles bezahlen, wenn du mit mir zusammen bist. Okay, na gut. Dann setze ich mich wenigstens mal kurz hier hin. Ich brauche mal eine kleine Pause, ey. Ist schon gut, denn ich will sowieso Spaß haben. Ich schau mir alles an. Ja, shoppen und mein Freund bezahlt alles. Das ist das Beste, Liam. Oh, das kostet 150 Euro. Ist egal, ist nie mein Geld. Aha, weil ich nicht meine Ausbildung habe und voll blöd bin, könnte ich mir das nie leisten. Aber ich habe mir einen Freund geholt, der viel Geld hat. So gehört sich das. So, wie cool ist das denn? Nice to meet you. Where have you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love is a game. Wanna play? Yay. Ah, hallo Taylor. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Mir geht es super gut. Danke der Nachfrage. Na dann schau dich erstmal in unserem Klamottengeschäft um. Du kennst dich ja bereits schon ein bisschen aus als Stammkundin. Was? Ich bin ein Swiftie. Und das einfach Taylor Swift. Taylor Swift. Oh mein Gott, ich bin so ein Fan. Ich bin so eine Swiftie. Ich
muss schnell zu meinem Freund gehen. Los, mach ein Foto mit mir und Taylor Swift. Das ist die Regel Nummer 10. Sei ein Swiftie. Wenn du das nicht machst, dann schock ich dich, bis du nicht mehr laufen kannst. Ganz ehrlich. Los, da ist Taylor Swift. Taylor, ich will ein Foto mit dir. Aber du bist nicht schnell genug. Ich komm doch, ich bin doch auch ein Swiftie. Ich mach ein Foto. Alter, übertreib mal nicht. Entschuldigung, ist alles in Ordnung bei euch? Also deine Freundin, die geht mal ein bisschen komisch mit dir um. Hast du noch alle Latten am Zaun? Ja, ich habe alle Latten und noch viel mehr. Aber mach jetzt schnell ein Foto, ich bin Swiftie. Ja, okay. Hier, Handy rausholen. Und knips, 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 knips. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja. Also, die Rothaarige sollte mal ganz schnell zum Doktor gehen und ich hau mal lieber ab hier. So, it's gonna be forever or it's gonna be down in flames. Ey, aber wegen dir ist Taylor Swift abgehauen, weil sie dich komisch findet. Dafür kriegst du den Schocker deines Lebens, ey. Ich dachte, du bist ein Swiftie, Taylor Swift forever. Das liegt vielleicht an dir, weil du Baller bist. Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Also, ich glaube, da platzt mir der Arsch. Die einzige Möglichkeit, dass du dich jetzt noch entschuldigen kannst, ist, wenn du das alles bezahlst. Das sind alle Klamotten, die ich haben will. Los, bezahl es. Ja, ist ja schon gut. Hallo, ich würde das gerne alles für meine Freundin bezahlen. Oh Mann, Kumpel, also da hast du dir echt die Falsche gesucht, ganz ehrlich. Taylor Swift würde viel besser zu dir passen. Naja, das macht dann 2387 Euro. Was, ist das alles aus Gold oder was? Alter! So, dankeschön für die Kohle. Wow, mein Schatz, ich liebe dich. Danke für alles, du bist der Beste. Aber, liebst du mich etwa nicht? Doch. Los, dann sag es. Sag, dass du mich liebst und wie sehr du mich liebst. Leute, ich liebe sie doch gar nicht. Okay. Ich liebe dich. So sehr wie nasse Ärmel. Was hast du da gesagt? Wiederhole es. Ich liebe dich so sehr wie nasse Ärmel. Du hast gesagt, du liebst mich so sehr wie nasse Ärmel. Keiner mag nasse Ärmel nach dem Händewaschen und das gibt Rache. Das gibt den Schocker des Lebens 2.0. Endlich mal ein neuer Tag und ohne die Freundin, ganz ehrlich, ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses blöde Halsband loszuwerden. Die ist echt ballerballer, ey, ganz ehrlich, lasst euch nicht auf jede x-beliebige ein, ganz ehrlich, seid euch da mal ganz sicher. Oh, da ist Lilly. Hey, Lilly, oh, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, wegen Regel 1. Was für Regel 1, aber Ock, wie geht's dir? Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Mir geht's richtig schlecht, Lilly. Die Freundin, siehst du das Band? Das ist keine normale Kette. Die gibt mir immer Stromschocker, wenn ich nicht das mache, was sie sagt. Ich habe Angst, Lilly. Bitte hilf mir. Sie ist so gemein. Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Bitte hilf mir, die loszuwerden. Ach du Scheibenkleiße, aber Ock, das geht ja gar nicht. Ich werde dir auf jeden verhelfen. Die tickt doch nicht mehr richtig. Chantal Michelle, was ist das überhaupt für ein Name, ganz ehrlich. So nennen doch nur Rabeneltern ihr Kind, ganz ehrlich. Chantal Michelle, die kann nur schlimm sein. Ey, was höre ich da? Lästerst du gerade über mein... Aber Ock, was machst du damit, Lilly? Das geht gar nicht, das gibt einen Schocker. Alter, spinnst du? Was machst du da mit meinen Abok? Du blöde Zicke, lass Abok sofort frei. Er will nichts von dir, er macht Schluss. Ach ja, und das willst du, Hässliche, wissen? Abok ist mit mir zusammen, weil er mit mir zusammen sein will. Also, verzieh dich. Ganz ehrlich, normalerweise bin ich nicht mehr so eine. Aber du kriegst jetzt eins auf die Schnauze. Nimm das. Aua, du kleine Banane.
Ganz ehrlich, das mache ich nicht. Lilly, vielen Dank. Danke, dass du mir geholfen hast. Aber wir müssen diese Kette noch loswerden. Aber das schaffen wir auch noch. Mein Freund ist voll gemein zu mir. Ach du Scheibenkleister. Jetzt ist sie richtig angefressen auf mich. Jetzt ist mein Leben im Arsch. Ah, ah. Wo bin ich? Mir tut mein Kopf weh. Alter, wo bin ich? Aborg, mein Schatz, oh Mann, du Dussel. Du hattest einen schweren Verkehrsunfall. Du wärst beinahe daran gestorben. Zum Glück konnte ich dich retten und ins Krankenhaus bringen. Beinahe wärst du gestorben. Was? Echt? Oh, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, doch, warte. So ein bisschen. Warte, da war doch was. Hehe, das wird er bereuen. Alter, du warst das. Du wolltest mich umbringen. Nur weil ich nicht mach, was du sagst. Verzieh dich. Geh weg hier. Nein, Aborg, ich gehe niemals weg. Du bist mein Freund und ich bin deine Freundin. Wir sind für immer zusammen. Denk dran, du hast die Kette um. Du machst, was ich sage. Du bleibst für immer und ewig mit mir zusammen. Arzt, Hilfe! Hier ist eine Psychopathin. Was, eine Psychopathin? Warte, ich komme. Was ist denn hier los? Ich nehme dir erstmal die Kette ab, dass die tickt doch nicht mehr richtig. So, und schwupps, haben wir es geschafft. Danke, lieber Arzt. Passen Sie auf, die Kette ist ein Stromschocker. Die tickt nicht mehr richtig. Was, das ist ein Stromschocker? Warte, da muss er dich mal eben blitzschnell untersuchen. Ja, ja, okay, da muss er nochmal das Stethoskop hier aktivieren. Ja, okay, boah, Psychometer geht aber... Das schlägt aber aus. Warte mal, hier kriegst du ein paar Pillen und flupp. Für solche Psychotanten wie dich haben wir hier noch eine kleine Spritze. Die kriegst du jetzt auch nochmal reingestochen. Und pieks. Und das kleine Ding wirkt auch schon Wunder. Sehr gut, Aborg. Also die kleine Psychobraut, die kommt jetzt erstmal in der geschlossenen Anstalt. Für 10 Jahre, ey. So einen psychisch kranken Mensch haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich bringe dich jetzt erstmal in die Psychiatrie. Boah, ey, Gott sei Dank ist sie weg. Das ging ja mal gar nicht. Die war ja komplett ballerballer. Hey, Aborg. Und konntest du endlich mit Chantal Michel Schluss machen? Ja, endlich. Das wollte ich schon ganz lange. Danke, dass du mir geholfen hast, Lilly. Ach, das ist doch überhaupt kein Problem. Mach ich gerne. Danke, Lilly. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da und schau doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Außerdem check gerne mal meine WhatsApp-Gruppe aus oder meinen WhatsApp-Kanal. Wie gesagt, das ist der angepinnte Kommentar oder der erste Link in der Videobeschreibung oder einfach www.aborg.de ins Internet eingeben. Da findest du ganz viele coole Sachen von mir. Wie zum Beispiel dieses Foto, wo ich gerade ein Video aufgenommen habe und noch ganz viele andere Sachen. Also, wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.